Yo, Freunde, was geht ab? Heute gibt es eine neue Airsoft Challenge. Die letzte hat euch ja wirklich sehr gut gefallen. Heute habe ich hier eine Mystery Losbox. Da drin befinden sich einige Lose und die werden wir ziehen. Das bedeutet, das Los wird entscheiden, welche Waffe wir bekommen. Drei verschiedene Optionen gibt es. Es gibt einmal ein Pistolenlos, ein Shotgunlos und ein Gewehrlos. Das hier sind die Pistolen, die Shotguns und die Gewehre für heute. Mein Gegner ist wie beim letzten Mal die wundervolle Amy. Hi Leute. Und nach der letzten Gelblaster-Schlacht, puh, da ging Amy ja schon ziemlich ab und hat sehr aggressiv gespielt. Ich habe jetzt auf jeden Fall Respekt und auch ein bisschen Angst. Neue Airsofts für weitere Challenges sind übrigens bestellt. Sobald die da sind, mache ich erstmal ein Unboxing. Also falls ihr noch mehr Airsoft-Challenges sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Und falls ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Die Location für die heutige Airsoft-Challenge ist hier wieder unser Gulag. Aber es hat sich etwas verändert. Wir haben den ein bisschen umgebaut. Ich zeige euch mal, was neu dazugekommen ist. Diese Ecke hier haben wir etwas umgestaltet. Das Auto, das stand ja bereits da, ist eine richtig geile Deckung. Da ist jetzt eine neue Deckung dazugekommen. So ein Schild, also einfach nur provisorisch aufgestellt. Oh, heute fällt mir Sprechen schon wieder richtig schwer. So wie immer. Dann geht es hier weiter mit einer Reifendeckung. Und auf dieser Seite hier ist auch einiges dazugekommen. Einmal hier diese Sperrmülldeckung. Dann geht es hier weiter mit einem großen Schild. Da hinten ein Reifenhaufen, da ist er. Und rechts auf der anderen Seite eine durchsichtige Deckung mit einem Fass. Ich denke, durch die ganzen Deckungsmöglichkeiten, die jetzt dazugekommen sind, wird das Ganze nochmal ein bisschen spannender. Und was auch ziemlich cool ist, hier an diesem Gulag, ey, hier liegt so viel Schrott rum. Man kann einfach irgendwo was hinstellen, ein bisschen variieren und jedes Mal den Standort einfach neu gestalten. Hier zum Beispiel in die Mitte könnte man auch noch irgendwas aufstellen, weil jetzt so muss man schon immer von links nach rechts oder so rennen und dann lebt man gefährlich. Und Amy, hast du richtig Bock? Ja. Ich habe auch richtig Bock. Wollen wir unser erstes losziehen? Ja, wollen wir dann Schere, Stein, Papier machen, wer in welche Richtung geht, weil ich finde die Richtung irgendwie ein bisschen besser. Nee, machen Schere, Stein, Papier, wer zuerst losziehen darf. Na gut. Schere, Stein, Papier. Ach, du darfst zuerst ziehen. Komm, öffnen wir die gute Mystery Box. Übrigens gibt es von jedem Los die gleiche Anzahl. Also die Chance ist eigentlich gleich, ob man jetzt Pistole, Shotgun oder Gewehr zieht. Na, dann versuch mal dein Glück, mein Schatz. Gewehr. Oh, Amy kriegt als allererstes ein Gewehr. Gewehr ist natürlich am besten, weil man eben eine hohe Feuerrate und hohe Magazinkapazität hat. Also es ist eigentlich der Endgegner. Und da du als erst gezogen hast, Schatz, darfst du dir sogar aussuchen, welches du nimmst. Okay, Amy hat sich für die Vulcan Battle Machine entschieden. Wenn ich jetzt eine Pistole ziehe, ja, dann guten Morgen. Dann auf jeden Fall guten Morgen. Aber wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Und oh, Shotgun. Wenigstens eine Shotgun. Ich fand die letzte Mal voll gut. Richtig stark. Ja, die Shotgun ist stark, aber dafür kannst du einfach nur sprayen. Wie aus einer Dose Sprühsahne. Die Shotgun ist dafür voll unberechenbar. Ich entscheide mich erstmal für diese Shotgun hier. Die ist ein bisschen kürzer, ein bisschen handlicher. Damit habe ich einen etwas angenehmeren Bewegungsradius. Wir schmeißen die Schutzausrüstung an. Die GoPro klatscht mir noch auf den Kopf. Ist heute ein bisschen windig. Ich hoffe, wird euch nicht allzu sehr stören. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr solche Airsoft-Challenges nicht verpassen möchtet. Wir sehen uns jetzt im Gulag. Boah, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Ey, ich sag's euch, bei den Gelblastern hat Amy so übertrieben, dass ich jetzt einfach Angst habe. Naja, mal gucken, wie es laufen wird. Ich muss einfach immer schön in Deckung bleiben, schön taktisch spielen. Mal gucken, ob Amy heute auch so aggressiv drauf ist. Okay, Leute, mal gucken, was die neue Deckung hier hergibt. Also mir gefällt persönlich hier die durchsichtige am besten. Ey, ich sehe, doch, ich sehe sie. Aha, durch das durchsichtige Ding. Scheiße, eigentlich. Okay, ich versuche zu stürmen, Freunde. Oh oh, vielleicht war das gar keine gute Idee. Ey, was geil ist, man kann diese Deckung hier vorne auch von dieser Seite hier aus benutzen. Du spinnst doch! Oh, sie will Blindfire machen. Ey, warte! Die ist ja noch gar nicht entsichert. Scheiße! Ah, sie hat gar nicht entsichert! Guck raus, wenn du dich traust! Ich hab Angst! Sie hat echt Angst. Oh. Wow! Freunde, das wird heute auf jeden Fall spannender, glaube ich. Oh.
Oh, das war so knapp. Oh, das war noch knapper. Alter. Ah, verdammt. Oh, das war knapp. Ich hab schon ganz schön Respekt. Ich glaube, ich habe keinen Schuss mehr. Oh, Kugel frisst, nein. Ah, Hit! Hit, Hit! Alter, du hast mich ja gestürmt, ey. In den Arsch. Nee, voll in den unteren Rücken. Oh, ey, den habe ich richtig gut gespürt. Alter, macht voll Bock mit neuen Deckungen, ne? Ja. Ich habe gleich die beste ausgesucht. Ja, ich würde sagen, die erste Runde geht an Aimi. 1-0 für sie. Hast du echt gut gemacht, Schatz. Ich bin begeistert und es war einfach blöd von mir, dass ich meine Deckung verlassen habe, um dann die Shell wechseln zu wollen. Ich würde sagen, wir machen die Losbox auf. Neue Runde, neues Glück. Erstmal Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Oh, du darfst wieder zuerst ziehen. Übrigens, wer zuerst zieht, darf halt zuerst dann die Waffe aussuchen. Ne? Wir haben hier Shotgun. Shotgun. Oh, zum ersten Mal schießt du mit Shotgun. Ich bin so gespannt, ob du klarkommen wirst. Ich glaube nicht. Ich fände es gut, wenn du jetzt die Pistole bekommst. Ja, das hättest du gerne, ne? Ich habe Pistole, Alter. Nein. Egal, ich mach dich damit fertig. Ich sag's dir, ey. Aimi hat sich jetzt auch für die Shotgun, die ich gerade eben hatte, entschieden. Und ich nehme hier diese Pistole. Die hat nämlich 0,7 Joule, ist etwas stärker. Damit habe ich, glaube ich, eine gute Chance. Kann ich mehr auf Distanz spielen. Speedloader habe ich mit dabei. Diesmal bin ich auf dieser Seite hier und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ey. Am besten knall ich Aimi einfach ab. Hä? Das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich so eine Shotgun habe. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht sein soll. Also die zu spannen finde ich schon eine ganz schöne Herausforderung. Naja, ich gehe in der diese Deckung, weil die hat hier so ein Guckloch. Kann ich hier nichts gucken. Oh, ey, der macht dasselbe wie ich. Kann er sich nichts Neues irgendwie aussuchen? Ja, ach, das geht nicht. Alter, das war gefährlich. Das war richtig gefährlich. Oh, kam da überhaupt ein Schuss raus, ey? Ja, ich warte einfach, bis sie aus der Deckung kommt gleich. Ey, Okay, ich hab's hingekriegt, die zu spannen. Oh, das war kein schlechter Schuss, ey. Wow, dieser Geil ist so schlecht. Oh, der war knapp, ey. Sie ist ausgewichen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bin, Alter. Ey, ich krieg das Ding kaum gespannt. Oh Gott, was soll ich tun? Wo ist er hin? Ach, ich glaube, die ist noch nicht gespannt. Ah, jetzt. Jetzt habe ich es gehört. Nur, wo ist er hin? Nein, das war meine Chance. Alter, das ist so geil mit den Deckungen hier, verdammt. Mäuschen, piep einmal. Scheiße, wo ist er hin? Wo ist er hin? Es ist ja schon schlimm genug, dass ich die Shotgun hier habe. Ich glaube, mit einer Pistole wäre ich persönlich besser dran gewesen. Ich muss hier hoch. Ruhe! Ah, das war ja voll daneben. Das wäre jetzt ihre Chance gewesen. Ey, es kommt nichts mehr raus, was soll das? Mein Magazin klemmt, ich habe eine Störung, Alter. Alter! Nein! Ist gar nicht gut, dass ich hier verweile. Überhaupt nicht gut. Na, musst du laden? Boah, ich glaube, es geht wieder. Oh, Alter! Sie ist jetzt hier vorne. Oh, hier kann ich ihn richtig gut beobachten. Ah, Hit! Oh Gott, nein, Mann! Ich hatte Angst, über die Baumstämme zu rennen, weil ich Angst hatte, hinzufallen. Das geht's nicht. Über diese Ausreden.
Oh Gott, 2-0 für dich. Was ist los mit dir, ey? Komm, wir machen sofort weiter. 2-0 für Amy, das kann's ja nicht sein. Ach so, erst Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ja, Mann, ich darf zuerst ziehen. Geil, ich nehme direkt hier das erste Los. Was haben wir Schönes in diesem Los? Ja, Mann, Gewehr, das ist meine Chance. Okay, man muss auch dazu sagen, die letzten zwei Runden war ich im Nachteil, waffentechnisch gesehen, ne? Erwartest du es dazu was sagen? Ja, eigentlich dachte ich schon, du sagst was. Okay, zieh dein Los, ey. Los, Amy, los! Zieh dein Los! Los, Amy, los! Was hast du Schönes? Gewehr! Auch Gewehr, das gibt's doch nicht! Ja, ich hab's richtig gut. Aber ich nehme dieses Gewehr hier, du kannst das andere haben, denn das ist ein bisschen stärker. So, erstmal hier ein bisschen am Highcap-Magazin drehen. Ach, den Speedloader, den brauche ich doch gar nicht mehr. Der raschelt hier nur in der Hose. Lege ich erstmal da ab. Oh, ich werde sie so platt machen, Freunde. Ich werde sie sowas von platt machen, ey. So, dann gucken, was der so macht. Guck ich mal hier durch den Schlitz. Schaut euch das mal an. Ich kann hier noch die Visiereinrichtung aufklappen. Und dann... Ah! So, rein technisch bin ich ja schon im Nachteil, ey. Der schießt ja schon nur. Wo schießt der her? Reichweite... Lässt zu wünschen übrig. Ich glaube, wir haben zu schwere Kugeln. Wir haben 0,28 Gramm BBs, die sind zu schwer für 0,5 Joule Waffen. Das sieht man. Naja, halb so wild. Muss ich halt ein bisschen näher ran. Kämpfen ist so rein gar nichts für mich. Wie ihr schon gemerkt habt, ich sehe nur so schüchtern aus. Ich bin es eigentlich gar nicht, nur vor der Kamera. Alter, ihre Waffe schießt viel weiter. Ich schwör's euch. Oh Gott, das war so knapp, Alter. Ich habe die Kugel direkt vor meinem Auge schon gesehen. Ich muss mir die Schulterstütze kurz einstellen. Wo ist sie? Oh Gott, Freunde. Was ist mit einem passiert? Ich habe das Gefühl, ich habe gar keine Chance. Ach, ich muss echt näher ran. Hallo. Ja, Mann! Woo! Ein Punkt für mich! Und Schatz, was meinst du? Machen wir am Ende mit Bestrafung? Wie soll die dann aussehen? Ja, so ein Shotgun-Schuss aus einer nicht so großen Entfernung auf dem Rücken. Ach, ich dachte, du sagst jetzt die Haare abschneiden. Ja, Mann. Okay, komm, Schere, Stein, Papier. 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 Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier! Schere, Stein, Papier! Alter, war das anstrengend. Ich fange schon an zu schwitzen. Komm, ich zieh mein Los, ey. Boah, also es wurde schon ganz oft Gewehr gezogen. So viele Gewehre gibt's eigentlich gar nicht mehr. Ja, hier, schau es an. Ich habe Pistole, verdammt, ey. Pistole! Da freust du dich, hä? Ich freue mich jetzt dann, wenn ich sehe, was ich habe. Gewehr! Sieht schon nach einem Gewehr aus. Ey, wenn du ein Gewehr hast, ist schon safe ein Punkt für dich eigentlich. Shotgun. Hier. Shotgun schon wieder, okay, alles klar. Ach, wieder die Shotgun. Naja, jetzt bin ich mit der schon warm geworden, nehme ich die auch. Johnny hat sich gleich zwei Pistolen gegriffen. Naja, hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Ich bin mal gespannt. Ich gehe mal wieder hier hinter. Da hier wenigstens noch meine Gucklöcher, was ihr heute wahrscheinlich schon zum tausendmal gehört habt. Ich habe übrigens elektrische Pistolen bestellt. Das bedeutet, wir können theoretisch in Zukunft sogar mit Double Pistol spielen. Also ich glaube, das wird ein Spaß. Mal gucken, was ich jetzt mache. Also entweder kann ich warten, bis irgendwann ihre Shell leer ist und die Situation ausnutzen. Oh, hier ist ganz schlecht, ey. Hier ist ganz schlecht die Deckung. Aber ich muss irgendwie voranschreiten, ne? Oh Mann, ey, was mache ich nur? Ich schleiche mich schon mal rüber. Oh, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich schleiche mich trotzdem schon mal rüber. Jetzt gehe ich hier hin. Oh Mann, ey, ich bin so schwer. Das hört man doch, wenn ich hier einen Stellungswechsel mache, oder? Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott. Das war knapp, ey. Ich sehe die gar nicht. Habe ich überhaupt gespannt jetzt? Oh Gott. Ah, gut. Ah, der sieht mich. Scheiße, der sieht mich. Ja, toll. Hier, das war keine gute Idee. Ah, mein Pistol schießt schon wieder nicht. Was ist los mit dem Drecksding, ey? Jetzt. Tja, hier muss wieder weg. Das hat so keinen Sinn. Oh Gott! Oh, Hit! Auf die Hand! Das geht! Ja, Mann, 2-3! Oh,
Es wird spannend. Es wird wirklich sehr spannend. 2-2. Komm, nächste Runde machen wir sofort Scherchampier. Ja, ja, ja. Ich darf zuerst losziehen. Geil, Mann. Was ist los? Ist ja aufgefallen, immer der, der jetzt erst ziehen darf, gewinnt. Keine Ahnung, habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Ich nehme mir einfach dieses Los hier. Ist mir auch vollkommen egal, wer zuerst zieht. Ich will dich einfach nur abballern. Oh nein, Pistole, Alter. Du hast noch nicht einmal Pistole. Komm. Oh, heilige Lose. Seid auf meiner Seite. Was habe ich hier? Shotgun. Oh, schon wieder Shotgun. Das gibt's nicht. Ja, es wird halt jetzt nochmal spannend. So, das Gute ist, ich wurde mit der schon warm. Also, gleiches Szenario, nur Seiten gewechselt. Ich mach dich platt. Oh. Ah, wir brauchen auf jeden Fall andere Kugeln. Die Reichweite hier, die leidet auch. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh. Oh ja, die Reichweite leidet echt. Ich muss vorgehen. Das ist gut, glaube ich. Mann, der ist übermüdig geworden. Jetzt muss ich ihn wieder suchen. Das mag ich nicht so. Nochmal auf Nummer sicher gehen. Ja, die ist gespannt. Ich bleib einfach erstmal hier. Chill kurz. Dann gebe ich es ihr. Ich gucke hier durch das Loch. Wo ist der nur? Was war denn der? Aber jetzt kriege ich. Oh, meine Knie. Meine Knie tun so weh. Boah! Ah, das war meine Chance! Ich muss mit der Pistole campen, ich habe keine andere Wahl. Ey Leute, fürs nächste Mal bitte ein paar Tipps. Komm raus! Oh Gott, er schießt schon, ohne dass ich überhaupt draußen bin. Oh, das war knapp! Ey, dieser Traktor, der leckt mich ab. Der leckt mich ab, ja. Der leckt mich ab. Das geht's nicht. Der Jan guckt einfach zu. Oh. Oh. Oh, die Waffe ist leer. Alter, zwei Kugeln auf einmal. What the fuck? Oh Gott! Das war knapp! Du hast auf einmal da! Alter, scheiße! Wow, das war ein guter Bauchschuss. Nicht so weit weg, ich hab den schon ordentlich gemerkt. Alter, ich bin sowas von außer Puste, aber egal. Komm, scherche ein Papier. Ey, wieso hast du Geld dabei? Ja, das war ein Versehen. Das hast du nicht gesehen, dass du es mir abnimmst. Ich darf zuerst ziehen. Komm, bitte Gewehr, bitte Gewehr, bitte Gewehr. Ey, ich bin auch sowas von geschwitzt. Ich zitter schon, wenn ich die Kamera habe. Gewehr, G steht für Gewehr. Nicht für Gewinner. Oh. Das sieht schon so klein aus. Sieht aus wie eine Pistole, ne? Ja. Das riecht auch nach Pistole. Mm. Ich will alleine gucken. Ja, okay. Pistole. Pistole. Auf die Größe kommt es ja nicht drauf an. So, also bei Pistolen habe ich mir gleich beide abgerippt, wie es er ja auch gemacht hat. Ich bin mal gespannt, wie das wird. So, die stecke ich schon mal ein. Ich fange mit der grün hier an. Oder was auch immer das für eine Farbe ist. Ich habe mich hier diesmal für die Firehawk entschieden, weil die so eine krasse Reichweite hatte. Oh, Alter, schaut es an, Freunde. Amy wird gleich weinen. Amy wird gleich richtig weinen, das sage ich euch. Ich lege mich hier hin ins Gras. Muss man die laden? Wie denn? Ach so. Ja, jetzt funktioniert's. Ja, jetzt gerade. Das war ein Probeschuss. Alter, Amy hat keine Chance, glaube ich. Alter, ich kann nicht mal kriechen. Was ist los mit dir? Also ich finde, ich bin schon ganz schön lange im Rennen dafür, dass der eine Pistole hat. Na, die Pistole ist ja jetzt zu schön, um wahr zu sein. Thank you.
Hit! Jawohl! Oh, ich wollte mich anschleichen, aber so geht's auch. 3-3 jetzt, ne? Ja. Freunde, ich muss schon sagen, das war echt sehr unfair, aber jetzt weiß Aimi, wie ich mich vorhin gefühlt habe. Komm, 3 gegen 3 steht's. Jetzt die entscheidende letzte Runde und danach kommt die Bestrafung. Komm, Aimi. Schere, Stein, Papier. Du darfst zuerst ziehen. Ja, versuch dein Glück. Ob überhaupt noch ein Gewehr übrig ist, keine Ahnung, aber bestimmt. Oh Gott, ich sehe schon. Was denn? Oh Gott! Was denn? Es war ein Gewehr. War echt Gewehr? Nee, Pistole. Ha, Pistole. Ich kann nicht so reagieren. Ja, vielleicht trollst du mich. Komm, auch eine Pistole. Trollst du? Also ich nehme schon mal die da hier. Stimmt, wenn ich jetzt eine Pistole hätte, das wäre ein richtig schönes Pistolenbattle. Und ey, ich habe echt eine Pistole. Ich habe mich schon entschieden. Das gibt's ja gar nicht, ey. Um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, Freunde, hat jeder nur ein Magazin. Das heißt, wenn das Magazin leer ist, ja, ich glaube, dann sieht es wirklich schlecht aus. Also man muss wirklich bedacht mit seinen Schüssen umgehen. Puh, jetzt geht's um die Wurst, oder? Um die Bestrafung, eher gesagt. Mein Albtraum ist wahr geworden. Wieder eine Pistole und jetzt hat er auch eine Pistole. Und ich glaube, er schießt einfach besser als ich. Na, 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 na. Habe ich schon gespannt? Was? Wieso? Ich weiß nicht, was tun soll. Ja, Schutzschild wird ja auch nichts bringen, ey. Ich mach richtig Terminator-Modus. Alter Falter. Das ist echt scheiße. Oh Gott. Ich glaube, sie weiß nicht, dass ich hier bin, oder? Sie weiß wirklich nicht, dass ich hier bin. Das wird so witzig. Oh Gott, ey, was ist das für eine Pussy geworden? Alter, du wusst gar nicht, woher die Kugel herkommt, oder? Ja, aber das hat geholfen. Okay, Freunde, ich muss sagen, ich habe gecampt, aber ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Es war auf jeden Fall wirklich sehr witzig. Wir brauchen mehr Waffen, mehr geile Waffen. Und jetzt musst du dir die Bestrafung abholen, Aimi. Also, Freunde, ich schieße mir der Shotgun. Ich nehme noch mal ein bisschen mehr Abstand. So ein paar Schritte. Ich habe schon ein bisschen Mitleid, ne? Das wird jetzt ein schöner Dreierschuss, ne? Ja, nett auf den Kopf, auf den Rücken. Oh, das war Arsch. Das war Arsch. Jetzt wirst du bestraft, weil du gelogen hast. Nee, Mann, ich habe gewonnen. Das war gelogen. Okay, Freunde, ich hoffe, diese Challenge hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Challenges sehen wollt, Daumen hoch. Vielen Dank, Aimi, für das schöne Spiel. Und heute hast du echt gut gespielt. Ja, ich übe heimlich. Peace. Peace.